Impfen ohne Termin. Am Mittwoch startet im Cottbuser Impfzentrum eine weitere Impfaktion. Dabei können sich Menschen ohne Termin ihre Erstimpfung abholen. Das Zentrum ist dafür am Mittwoch von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 19 Uhr. Es stehen die Impfstoffe Johnson & Johnson, BioNTech und Moderna zur Auswahl. Außerdem sollten alle erforderlichen Dokumente vorher ausgefüllt und mitgebracht werden. Interessierte sollten eine Wartezeit von 1 bis 2 Stunden einplanen. Die Stadt Cottbus und das Deutsche Rote Kreuz organisieren die Impfaktion. 662 Menschen haben sich bei der letzten Aktion erst impfen lassen. Taschengeld für Familienreisen. Das Land Brandenburg will Familienreisen unterstützen. Über einen Antrag können Eltern und Großeltern, die mit ihren Kindern und Enkelkindern verreisen, Zuschüsse bekommen. Das Land rechnet mit 8 Euro pro Tag für jedes mitreisende Familienmitglied. Die Reise soll mindestens 5 Tage, höchstens 14 Tage dauern. Die Förderung muss mindestens 8 Wochen vor der Reise beantragt werden. Die Anträge müssen beim Landesamt für Soziales und Versorgung in Cottbus eingehen. Sprembergerinnen und Spremberger können zusätzlich 50 Euro pro Kind bei der Stadt Spremberg beantragen. Neuer Name. Das geplante Einkaufscenter in Galinchen soll einen Namen bekommen. Laut Berichten der Lausitzer Rundschau gilt der Name A15 Center gerade als Favorit. In Galinchen soll sich der alte Praktika-Baumarkt in ein Einkaufscenter verwandeln. Das Gebäude steht seit 2013 leer. Das Immobilienunternehmen Tessner aus Niedersachsen will mehrere Millionen Euro darin investieren. Die Eröffnung ist für den 22. März 2022 geplant.